Alter, das Tierfutter ist kostet zu massenhaft. Geht's ihm wie gut? Ich mache jetzt hier auf unregelmäßig. Und die andere bleibt normal. Ja, das müsste so funktionieren. Und dann brauchen wir unbedingt ein paar Mülleimer. Minus 417, was ist das denn? So, was haben wir denn hier noch? Darlehenszins. Oh, 300 kostet das im Monat. Das sind meine kompletten Speisen und Tränkeverkäufe. So, dann haben wir hier Personal 102. Vorräte. Oh, nee. Nee, was sind das? Ladenvorräte. Ladenverkäufe. Gut, wenn das immer mehr ist, als das unterste ist, immer in Ordnung. Ja, ich habe nur 100. Hätte ich die 4. Nee, Moment. Ich habe noch kein. Ich muss ja mal im Plus kommen. Wenn ich jetzt hier weniger, da habe ich ja hier schon eigentlich bei Plus. Darlehenszins ist ja gleich. Bleibt ja gleich, wenn ich nichts zurückzahle. Personalhöhe wird sich ohne groß verändern, wenn ich die keinen weiter einstelle. Wenn ich nur so viel einstelle, wie gerade kündigen. Preis und Getränke, Vorräte. Jetzt hat wieder einer gekündigt, da müssen wir uns neues einstellen. Und zwar in welchen? Hüben. Wo waren wir stehen geblieben? Mit dem Geld. So. Warenbetriebskosten kann ich auch nicht ändern. 137 minus, wo ist denn das plötzlich noch hergekommen? Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ich glaube, ich komme nur auf den grünen Zweig, wenn ich so ein Vieh wieder verkurve. Damit schaffe ich ja erstens das hier. Aber die gute Frage, wie lange brauchen die noch? 24 Monate, was ist denn, wenn ich die jetzt eigentlich verkaufen würde? Ah, das bringt, das ist auch noch ein bisschen mehr aus. Ich muss ja noch ein Tier mehr haben. Damit sich's lohnt. Kann ich die Brücke abreißen? Die brauche ich doch eigentlich nicht. Doch, so. Funktioniert. Scharnecker 1 ist unglücklich. Nun gut. Hinten war doch glaube ich noch eine, oder? Waren das nur zwei Brücken? Und hier ist noch eine. Haben wir auch, ne? Es sind ein paar Euro wieder mehr. Die bringt zwar bestimmt nicht viel. Oh, Mechaniker 1 hat gekündigt. Ja, ich tue das schon mit Mechaniker einstellen. Wenn. So, mal gucken. Landschaftsgestaltung 280 dazu bekommen. Das heißt also, ich habe einen Monat, wo ich Plus hatte. Ich hatte ein Plus, seht ihr das? Ein Plus von 42. Nun ja, das ist nicht gerade schön. Ach du Scheiße, ich glaube, ich werde nur die Folge machen, also die Aufnahme so machen. Ihr müsst euch neue Ballons kaufen. 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 So. Geh zu Bürger 1. Ich tue einfach mal die Endkosten höher machen. Die waren schon trotzdem mitfahren. Wenn es denen gefällt, wenn sie unbedingt mitfahren wollen. Dann werden die sich trotzdem nichts nehmen lassen. 1,30. 1,30. Die Objekte bei Schirmen sind zu billig. Nun gut, ein paar wollen wir dem für den Kinderschirm 1,50. 2 Euro.
Nee, 1,50. Und für eine Karte gibt's 70. Gucken wir gleich noch bei den Bürgerpreise. Nee, die klappen. Und Getränke. Limonadendose tun wir ein bisschen hochsetzen. Eigentlich alles. Getränke waren immer mal teurer. Und dann machen wir hier bei dem, Zitronen, was sind das? Zitronenlimonadenstand. Machen wir das gleiche. So. Glatte Summe hier, oder? So. Vielleicht verdienen wir ein bisschen mehr Geld dadurch. Man kann es ja nur hoffen. Weil der Einkauf ist am Kunden genommen der gleiche und die Bahnbetriebskosten und kriegt bloß mehr Geld raus. Wenn jemand mitfährt. Abfall und erbrochen ist minus 600, ein Glück geht's da, kommt's da auf mich an. Eieiei. Ist das schwer, das Spiel manchmal. Da kann man richtig verzweifeln. Wie sieht's denn hier drin eigentlich aus? Schick, keine Etage drinne. Ach, schönes Haus. Hat sich jemand viel Mühe gegeben. So, das könnte ich auch mal bei Minecraft bauen, so ein Haus mit so Säulen. Muss man mal merken, da muss ich mal angucken und dann muss ich das in meiner Let's Show Welt bauen oder in meiner generellen Welt. Ja, wie viel kriegst du denn dafür? Das Ding verkauft. 6 krieg ich dafür. Stand doch bestimmt noch irgendwo eins rum. Hinten ist noch eins. Oh, nochmal. Das haut's bestimmt voll raus. Die Preise, die ich hier erziele, jetzt dadurch. Das ist genau das, was mir fehlt. Hier hinten ist noch eins. Enterprise 1 erfordert gerade eine Notabschaltung. Oh, wie schade. Guck mal, die Steine bringen auch 5. Was? Wo denn? Tierpfleger 53 hat gekündigt. Kann ich drüber aufbinden? Ja, ja. Aber wo ist denn jetzt jemand gefangen? Wo denn? Ausgefallen, ausgefallen, kaputt, zerschlagen. Was, schon wieder mir? Oh, nee. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Das ist mir langsam zu doof. Die Hilo ist immer noch kaputt. Wie soll ich mit 1711 Euro im Minus, wenn ich sogar meine Anleihe nochmal von 200 dazu nehme, komme ich schnell ins Plus. Nichts. Ja komm, gibt's noch einen neuen Mechaniker jetzt. Ich hab das Geld. Scheiß ja. Kotzt den Noten. Wie? Boah, ey. Ja, ich hab Wut, ich muss Ballons kaputt machen. Und Steine für 5 Euro verkaufen. Was ist denn? Alter. Ja. Ach ja, stimmt. Bäume wegmachen kostet ja Geld. Könnt ihr nochmal Werbung für den Park machen, wenn ich gegelt habe? Nichts habe ich, es gibt so eine. Tierpatenschaften. Ja, wenigstens da kommt ein bisschen was rein noch. Tierfutter, 50. Preise, minus Darlehenszins. Das hier kotzt mich an, der Darlehenszins, aber ich kann ja nur einen Eintrittspreis auf 10 Euro machen vielleicht. Dass der Notfallplan noch ein bisschen was reinkommt.
Gleich geht's weiter auf Philips.